Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute stellen wir uns mal die Frage, was ist eigentlich Daseinsvorsorge? Das ist so ein Begriff, den hört man immer mal wieder, vor allem rund um Stadtwerke und man hört ihn auch gerade rund um Smart City Initiativen. Aber was steckt da jetzt eigentlich genau dahinter? Die öffentliche Daseinsvorsorge oder auch ganz oft die Grundversorgung ist eben das zur Verfügung stellen von ganz grundlegenden Gütern und Dienstleistungen, die für das Dasein notwendig sind, und zwar aus der öffentlichen Hand. Das heißt, es sind öffentlich-rechtliche Unternehmen, kommunale Unternehmen oder auch einfach irgendwelche Körperschaften, die ganz grundlegende Bedürfnisse der Menschen, der Gesellschaft befriedigen. Das ist zum Beispiel, und deswegen hört ihr das hier gerade bei Energiewirtschaft einfach gemacht, natürlich die Energieversorgung. Die Energieversorgung rund um Strom, Wärme, aber auch Gas, aber genauso gut auch schlussendlich Wasser, die Wasserwirtschaft, sind ganz grundlegende, ja, Bedürfnisse des Menschen, die hier zufriedengestellt werden durch im Regelfall öffentliche Unternehmen. Natürlich haben wir einen liberalisierten Strommarkt und auch liberalisierten Gasmarkt, sodass hier auch ganz viele private Unternehmen mit dabei sind. Aber die sogenannte Grundversorgung, und den Begriff Grundversorger haben wir hier schon mal geklärt, die wird schlussendlich durch öffentliche Unternehmen, nämlich durch Stadtwerke im Regelfall, sichergestellt. Das ist außerdem, auch wenn es von einem privaten Unternehmen gemacht werden würde, trotzdem eine hoheitliche Aufgabe und die muss dann dementsprechend erledigt werden, auch wenn es durch ein privates Unternehmen gemacht wird. Wir haben also neben der Energiewirtschaft und der Wasserwirtschaft hier natürlich auch noch viele weitere Aspekte im allgemeinen städtischen Bild. Dazu gehören natürlich auch die sogenannten freiwilligen Aufgaben einer Kommune, also Kultur, Sport, und zum Beispiel das Bäderwesen, die schlussendlich auch eine Daseinsvorsorge sind. Dazu gehört aber natürlich auch die gesamte Infrastruktur. Das heißt einerseits die Wohnungswirtschaft durch öffentliche Gelder. Das sind zum Beispiel Sozialwohnungen oder sind zum Beispiel auch Wohnungsbaugenossenschaften, die ganz oft kommunal sind. Aber genauso gut auch die Straßen und natürlich auch der Nahverkehr, die als eine öffentliche Aufgabe hier wahrgenommen werden müssen. Und dazu zählt dann ganz oft auch noch Telekommunikationsinfrastruktur, die ja natürlich bei uns bundesweit durch die Telekom und die Mitbewerber geregelt wird. Aber schlussendlich sind auch die Stadtwerke vor Ort dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Anbindung da ist und übernehmen ja teilweise auch selbst die Versorgungsdienstleistungen mit Telekommunikation, mit DSL, mit Kabel oder was auch immer. Und dementsprechend könnt ihr euch hier jetzt also herleiten, die Daseinsvorsorge ist die Lieferung von ganz grundlegenden Gütern und Dienstleistungen, die für das Dasein des Menschen und der Gesellschaft notwendig sind, durch die öffentliche Hand. Und das ist Daseinsvorsorge. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder hier ein bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.